Hallo, willkommen zu diesem Video aus dem Bereich Ebene Geometrie und deiner Aufgabe über rechtwinklige Dreiecke. Der Text der Aufgabe ist einfach, er lautet: Kreuze die zutreffende Aussage über x an. Gegeben ist also hier ein rechtwinkliges Dreieck und x ist die Hypotenuse in diesem Dreieck, das heißt die Seite, die dem rechten Winkel gegenüber liegt. Weiters gegeben sind die Längen der beiden Katheten, nämlich 3 und 5. Ich habe hier oben schon den wichtigsten Satz im rechtwinkligen Dreieck aufgeschrieben, Satz des Pythagoras, der besagt, dass Kathete 1 zum Quadrat plus Kathete 2 zum Quadrat gleich dem Quadrat der Hypotenuse ist. Und ich möchte den Satz des Pythagoras nun für dieses Dreieck aufschreiben. Beginnen wir mit der Hypotenuse, also x Quadrat gleich die eine Kathete zum Quadrat, 3 Quadrat plus der anderen Kathete zum Quadrat, also 5 Quadrat. Lässt sich im Kopf leicht berechnen, x² ist gleich, 3 Quadrat ist 9, plus 5 zum Quadrat ist 25, 9 plus 25 sind 34. x² ist also 34, x ist eine positive Zahl, ist eine Länge, das heißt x ist die Wurzel aus 34 und 34 ist jetzt aber keine Quadratzahl. Das ist, es gibt keine natürliche Zahl, deren Quadrat 34 ist. Ich muss also versuchen, diese Wurzel aus 34 irgendwie abzuschätzen. Und das macht man am besten, indem man sich benachbarte Quadratzahlen anschaut. Ich weiß zum Beispiel, dass 5 zum Quadrat ist 25. Das ist kleiner als 34. Aber 6 zum Quadrat, das ist schon 36. Das ist schon größer als 34. Das heißt, die Wurzel aus 34 muss irgendwo zwischen 5 und 6 liegen, weil ja 34 zwischen dem Quadrat von 5 und dem Quadrat von 6 liegt. Das x, die Wurzel aus 34, ist auf jeden Fall größer als 5 und kleiner als 6. Es liegt zwischen 5 und 6. Schauen wir uns die Aussagen, die hier oben stehen, an. In dem Fall ist also die zweite Aussage richtig. Bitte nicht schrecken, dass da kleiner gleich steht. Wir haben bewiesen, dass x kleiner ist als 6. Das ist aber mehr als das, was da steht. Aufgabe B funktioniert ganz ähnlich. Gegeben ist wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Nur in diesem Fall ist x nicht die Hypotenuse, sondern eine Kathete. Das heißt, die Seite, die am rechten Winkel anliegt. Außerdem gegeben sind noch die beiden anderen Katheten, also 4 und 8. Ich schreibe den Satz des Pythagoras für dieses rechtwinklige Dreieck wieder auf. Ich beginne mit dem Quadrat der Hypotenuse, also 8 zum Quadrat. Der einen Kathete x Quadrat plus Quadrat der anderen Kathete, also 4 zum Quadrat, muss diese Gleichung umformen. X Quadrat ist dann also 8 Quadrat minus 4 zum Quadrat. Schaffen wir wieder im Kopf. 8 zum Quadrat ist 64, minus 4 zum Quadrat ist 16. 64 minus 16 sind 48. X Quadrat ist also wieder 48. Wieder keine Quadratzahl, das heißt, ich suche wieder benachbarte Quadratzahlen. Zuerst schon überlegt, 6 zum Quadrat ist 36, kleiner als 48, 7 zum Quadrat ist 49, also schon größer als 48. Das heißt, das Quadrat von x liegt ja zwischen den Quadraten von 6 und 7. Das heißt, x muss auch irgendwo zwischen 6 und 7 liegen. Dann haben wir noch, welche Aussage richtig ist. In diesem Fall ist also die dritte Aussage richtig, 6 kleiner x, kleiner gleich 7. Korrekte Aussage gefunden und damit haben wir diese Aufgabe gelöst.